erstmal von meiner Seite aus. Also ich bin der Frankie. Ich hoffe, ihr hört mich da hinten ganz laut. Jawohl, super, sehr gut. Wenn ich immer auf so Demos komme, läuft es mir immer eiskalt am Buckel runter. Den Zusammenhalt und die Bulldogs und die Krähen und die Autos, richtig geil. Wie mir. Dann ruhig immer klatsch. Wie mir Bauern, 2019, also 2020, ja 2019, auf die Straße gegangen sind wegen der Düngeverordnung. Hätten wir nie gedacht, dass sich das so lang hinzieht und dass wir so viel Zuspruch kriegen. Wir haben in Würzburg angefangen mit 100 Schlepper, da sind wir dann reingefahren. Wir haben Angst gehabt, wir mussten aufziehen und mussten gleich wieder abziehen, weil die Stadt dicht war. Und das müsst ihr euch einmal vorstellen, du bist der einzelne Bauer, du bist daheim auf deinem Hof und dann kommt ein Aufruf und du fährst da runter und du denkst, kommt was zusammen, kommen Leute. Und dann stehst du da und dann kommen Bulldogs aus aller Himmelsrichtungen. Leute, da läuft's dir eiskalt am Buckeln runter. Und das Gleiche haben wir dann in Berlin erlebt. Wir sind dann alle auf nach Berlin gefahren. Mit dem Bulldog zum ersten Mal über die Autobahn. Das hat es in ganz Deutschland noch nie gegeben, seit es Deutschland besteht. Und wir haben das durchgesetzt, weil wir die Frankenrebellen sind von ganz Bayern. Wir führen das an und wir ziehen das durch bis zum bitteren Ende. Und was uns noch freut, dass sich mittlerweile der Mittelstand, das Handwerk, die Speditionen, Gastgewerbe und so weiter, dass sie uns anschließen. Denn auch bei denen, da drückt es, da ist richtig Druck auf den Kessel. Wir können nicht mehr so weitermachen. Vor gut zwei Jahren, da waren wir alle noch systemrelevant in der Corona-Krise. Da hatten wir sowas. Kaum ist die Krise rum, sind wir vergessen. Hat man uns scheinbar vergessen. Und das macht den Unterschied. Und deshalb sind wir heute hier. Lassen wir nur mal im Herbst, im November, das sind Neuwahlen in den Staaten. Was ist, wenn wieder mal ein Donald Trump an die Regierung kommt und er seine First America First Politik so richtig umsetzt? Dann brauchen die uns wieder. Was ist, wenn der Krieg in der Ukraine vielleicht anders ausgeht, als es sich unsere Politiker in Berlin oder sonst wo wünschen? Dann brauchen die uns wieder. Und was ist, wenn heute wieder eine Pandemie ausbricht? Auch dann brauchen die uns wieder. Dann sind wir aber vielleicht nicht mehr da, weil die uns kaputt reglementiert haben und weil es für den einen oder anderen Betrieb schlicht und einfach nicht mehr reicht. Und deshalb und nur deshalb sind wir hier auf der Straße, um auf unsere Probleme und Nöte aufmerksam zu machen. Und wie gesagt, da bedanken wir uns mittlerweile bei den ganzen Mittelständlern und alle, die mit uns auf der Straße gehen. Und da möchte ich auch den BBM, den Bürger, Bauern, Mittelstand, mal ganz großes Kompliment machen, denn ihr habt es geschafft, diese Firmen in eure Reihen schon mit zu integrieren. Die sind mit da, die sind hier heute, sie sind heute da und man sieht hier, wo wir stehen. Sie unterstützen uns. Vielen, vielen herzlichen Dank. Thomas, die können genauso wenig weitermachen wie mir auch. Weil die oben in Berlin, die regieren, die hocken in ihren Glaspalast, die haben keine Ahnung vom Bürger, die haben keine Ahnung, die haben noch nie was geschafft und die wollen uns vorschreiben, wie wir unser Leben zu führen haben. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wen trifft's denn? Das trifft doch den Bürger auf dem Land, der mit seinem Auto täglich nach die Stadt fährt oder auf die Arbeit. Die wollen Benzin, Diesel, alles wollen sie erhöhen. Heizen. Heizen dürfen wir nicht einmal mit Holz. Ey, wir sind da im Spessart, im größten Anbaugebiet Holz. Und wir dürfen keine Holzheizung mehr haben. Wo kommen wir denn da hin? Eigentlich müssen die uns Geld geben.
Weil wir sind doch die, wo CO2 sparen und einlachen können unsere Wälder und unsere Felder. Ist doch traurig, was da oben abgeht in Berlin. Ich möchte euch trotzdem noch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte aus dem wahren Leben. Ich habe meinen Wehrdienst vor vielen, vielen Jahren abgeleistet. Und ich habe das auch schon mal in Hammelburg erzählt. Und ich hatte einen Kommandeur, den werde ich nie vergessen. Immer wenn wir ins Gelände mussten, wenn wir Wehrübungen machten, immer wenn wir Leistungsmärsche absolvieren mussten, immer wenn wir an unsere körperlichen Grenzen gehen mussten, stand er vor uns und sagte, ich verlange nichts, wo ich noch selbst bereit bin zu leisten. Merkt euch diesen Satz. Ich verlange nichts, wo ich selbst bereit bin zu leisten. Er war immer bei uns, wenn wir aus der Kaserne rausgingen und wenn wir wieder zurückkamen. Er war immer bei uns. Wenn ich dann einen Weihnachtspost von unserer Katharina Schulze, grüne Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag sehe, einen Weihnachtspost, wie sie zu Weihnachten in Kalifornien ihren Urlaub verbringt und mit einem Plastik-Eisbecher und mit Plastiklöffel schön in die Kamera winkt, wie glücklich sie ist, dann verschlägt es mir die Sprache und denkt, erinnert euch an den Satz, ich verlange nichts, wo ich nicht auch selbst bereit bin zu leisten. Das sind unsere, nicht alle, aber bestimmte Politiker, die haben einfach den Halt verloren, so habe ich das Gefühl. Die haben nicht nur den Halt verloren, die haben gar nichts gelernt, alles abgebrochen, Student abgebrochen. Was wollen denn die wissen? Die wissen doch nichts. Aber jetzt wird's anders, das verspreche ich euch. Wir begrüßen jetzt einen Günter Felsner. Das ist ein Bauer. Der hat's gelernt und der hat eine Ahnung. Ich bitte den Günter Felsner auf die Bühne vom Bayerischen Bauernverband. Ja, liebe Bäuerinnen und Bauern, liebe Teilnehmer heute an dieser tollen Kundgebung, liebe LSVler, liebe BBMler, liebe Bauernverbandler, liebe Bevölkerung, die Jungs vom LSV, die haben schon wegen eingeheizt, seid ihr warm jetzt? Ja. Ich mach's jetzt ein wenig ruhiger, ich versuche euch ein bisschen auf einen konstruktiven Pfad mitzunehmen, weil das eine ist die Emotionen, die brauchen wir und deswegen sind wir auch stark und das andere ist, wir brauchen aber auch einen Plan. Wir brauchen einen Plan, um ans Ziel zu kommen. Und was ist unser Ziel? Und jetzt darf ich meine Vorredner, mache ich ganz selten, dass ich ein Wort korrigiere, aber ich weiß, wie sie es meinen, darum sage ich jetzt zwei Worte zu den Vorrednern. Einmal hat der Steffen, glaube ich, gesagt, wir haben von Deutschland die Schnauze voll. Das hat er, glaube ich, nicht gemeint. Ich glaube, er hat gemeint, wir haben von dieser Regierung, die so schlecht arbeitet, die Schnauze voll. Und ein zweiter hat gesagt, wir kämpfen bis zum bitteren Ende. Es gibt kein bitteres Ende. Wir kämpfen für ein gutes Deutschland und für eine tolle Zukunft und damit haben wir auch Erfolg. Aber, liebe Freunde, es ist tatsächlich so, wir leben in einem Land und wenn wir heute hier stehen und für eine bessere Zukunft unserer Kinder und unseres Landes auf die Straße gehen, als Mittelstand, als Bauern, als Bäuerinnen, als Bürger, als diejenigen, die jeden Tag aufstehen, um das Land besser zu machen und am Laufen zu halten, dann ist das ein großes, ein starkes Signal. Aber wenn auch heute Demos von Hunderttausenden stattfinden, die sich für mehr Toleranz, für mehr Mitmenschlichkeit und gegen rechte Extremisten aussprechen, dann ist das eine andere Bewegung, was wir auch unterstützen. Und ich sage hier eines auch ganz klar. Wir haben als Bauernverband, und ich bin jetzt anderthalb Jahre Präsident, uns ein Ziel gegeben, dass wir nicht bloß Interessenvertretung für die Bäuerinnen und Bauern machen, das werden wir immer tun,
sondern auch Denkfabrik für die ganze Gesellschaft werden. Und deswegen stehen wir auf jetzt und deswegen sind wir froh, dass ihr alle dabei seid. Und auch ein paar Botschaften von Anfang an, damit wir klar sagen, wo wir stehen. Wir sind die Mitte der Gesellschaft. Wir sind nicht der rechte und nicht der linke Rand. Wir sind keine Extremisten und wir sind Menschenfreunde und wir sind tolerant und wir sind auch bunt. Und das lassen wir uns auch nicht nehmen und das lassen wir uns auch nicht von Teilen der Regierung unterstellen, die damit versuchen, von den eigentlichen Problemen abzulenken. Wir sind bunt. Und deswegen haben wir es geschafft. Wir haben Hunderttausende auf der Straße gehabt und zigtausende Traktoren. Sauber, ordentlich, angemeldet, mit der Polizei, mit den Behörden. Das hat uns sympathisch gemacht und das bleiben wir auch. Und meine lieben Freunde, wir haben ganz klar den rechten und linken Idioten, den Umsturzschwurblern, den Umsturz, was weiß ich was, Extremisten, klar gesagt, ihr braucht gar nicht kommen zu uns, wir schmeißen euch raus. Und das hat uns sympathisch gemacht und darauf lege ich Wert. Wir brauchen keine Extremisten, wir brauchen eine klare, harte, handwerklich gute Arbeit, Fleiß und Anstand und das fordern wir von der Regierung ein. Und wo stehen wir? Es ist angesprochen worden und als diese Vorschläge am 13.12. nach der Nachtsitzung der drei Nicht-Führungsleute Habeck, Scholz und Lindner ausgesprochen worden, hat mich früh um 6:30 der Joachim Ruck wieder angerufen am nächsten Tag. Was tun wir? Ich bin der Meinung, wir müssen auf die Straße. Ich habe ihn bestärkt und wir haben in 1,5 Tagen dann den 18.12., den Montag in Berlin, am Brandenburger Tor auf die Beine gestellt und damit die Bewegung ausgelöst im Deutschen Bauernverband für die ganze Gesellschaft. Mir war es wichtig, mit LSV an der Seite, mit den anderen Organisationen an der Seite. Wir sind nämlich nicht bloß Denkfabrik. Wir sind auch gesellschaftliche Plattform für die grüne Branche und am Schluss ist Agrarpolitik auch Gesellschaftspolitik. Und es läuft nicht nur in der Agrarpolitik falsch, es läuft in der ganzen Regierung falsch, meine Damen und Herren. Eine Bundesregierung, die in einem Jahr einen Haushalt aufstellt, in dem sie Rekordsteuereinnahmen einnimmt. Das muss man wissen. Rekordsteuereinnahmen einnimmt und dann nicht fähig ist, einen genehmigungsfähigen Haushalt auf den Platz zu bringen für die Menschen in Deutschland, dann ist es schlechtes Handwerk. Und ich sage ganz ehrlich, einen Gedanken, den ich hatte, als die ganzen Bulldogs und die Menschenmassen im Berliner Regierungsviertel waren bei unserer Demo, ich habe mir gedacht, so viele Leute, die ihr Handwerk können und dann abgeschlossenen Berufsabschluss haben, waren in dem Regierungsviertel noch nie vorhanden. Das hat mich stolz gemacht, da habe ich es abgelaufen. Ist aber nochmal, Rekordsteuereinnahmen. Die Unfähigkeit, mit diesem Geld, mit 450 Milliarden Euro, einen Haushalt aufzustellen. Dann noch einmal zu tricksen zu versuchen. Das Bundesverfassungsgericht musste eingeschaltet werden, um diesen unfähigen Leuten das Handwerk zu legen, die einen nicht genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen wollten. Meine Damen und Herren, das ist schlechtes Handwerk. Und wir fordern bessere Politik. Wir stehen jeden Tag auf, fleißig zu sein, für unsere Zukunft und unsere Kinder Deutschland nach vorne zu bringen, besser zu machen. Es als freiheitliebende Bevölkerung ein freies Deutschland, ein freies Land zu gestalten, in dem man sich auch entwickeln kann, nach jeder nach seiner Fasson, ohne von der Regierung gesagt zu kriegen, was man essen muss und was man tun darf, das entscheiden wir selber. Wir brauchen eine starke Rahmenpolitik, die Deutschland ein erfolgreiches Land macht. Und lasst den Menschen bitte ihre Entscheidung selber treffen, wo sie in Urlaub hinfahren, wie sie sich bewegen oder was sie essen mögen. Aber nein, wir sind Leute am Werk, die glauben, dass sie wissen, wie die Welt besser wird, und zwar nach ihrer Fassung. Und die haben jetzt 2 Jahre Politik aufgelegt,
mit der man versucht, unterschwellig uns in die richtige Richtung zu bewegen, indem man bei der Gastronomie die Mehrwertsteuer erhöht, da sollen wir weniger zum Essen gehen, indem man bei den Bauern das Agrardiesel wegnimmt, da wollen wir die Landwirtschaft runterfahren, weil man glaubt, dann wird die Umwelt sauberer, in Klammern, dann haben wir halt nichts mehr zum Essen. Wir wollen die Wirtschaft runterfahren mit schlechter Politik, CO2-Abgabe, Maut, Plastiksteuer. Am Schluss wollen wir weniger CO2 ausstoßen. Richtiges Ziel, aber das Handwerk ist halt schlecht gemacht. Und deswegen führt am Schluss diese ideologische Politik am Festhalten unbedingt an irgendwelchen Zielen dazu, dass Deutschland und Europa dadurch sauberer wird, dass wir hier weniger produzieren, die Unternehmen ins Ausland gehen, die Arbeitsplätze abgebaut werden, die Landwirtschaft runterfährt und am Schluss sind wir abhängig von Importen und schwach in der geopolitischen Situation in der Welt. Das ist gefährlich. Diese Politik legt die Axt an die soziale Zusammenhaltsidee, das spaltet die Gesellschaft. Das ist ganz schlecht und ganz gefährliche Politik, meine Damen und Herren. Und wenn heute Hunderttausende zu Recht auf der Straße neben uns, die für eine bunte Bevölkerung, die für Toleranz kämpfen, die keine Extremisten wollen, die keine Deportationen wollen und keine Diskussionen über solche Themen, das ist menschenverachtend, das wollen wir nicht. Da gehen wir auf die Straße und ich rufe allen, die heute auf der Straße sind, zu, ihr macht es richtig und wir stehen hinter euch. Aber ich sage an der Stelle auch, Schuld daran, dass es diese Entwicklung gibt, sind nicht 20-30% der Wähler, die am Schluss irgendwo was nicht verstehen. Schuld daran ist die schlechte Politik der Regierung, die die Menschen an die Ränder treibt und die stellen sich nur vorne an die Bewegung hin. Die sollen heimgehen und eine gescheite Politik machen, liebe Freunde. Und jetzt nochmal. Was ist zu tun? Und wir sind die Letzten, ich bin auch der Letzte, ich habe noch nie gesagt, die Ampel muss weg. Aber ich habe heute was dabei. Wir haben gestern und wir kämpfen als Bauern seit Wochen dafür in ganz Deutschland, dass man uns die Möglichkeit lässt, in Europa wenigstens wettbewerbsfähig zu sein. Weil wir die gleichen Verbesserungen in den Kosten bekommen, wie sie unsere europäischen Nachbarn haben. Stichwort Agrardiesel. Wir bezahlen genau wie alle anderen natürlich auf jeden Dieselliter 47 Cent Steuer. Und mit der Steuer sollen die Bundesfernstraßen gebaut werden. Und deswegen, meine Damen und Herren, kriegen wir einen Teil der Steuer zurück, weil wir mit den Bulldogs und den Mähdrescher nicht auf der Autobahn fahren, sondern im Acker das verbrauchen. Und deswegen bekommen wir einen Teil unserer zu viel bezahlten Steuer zurück, weil es verkehrt wäre. Das ist keine Subvention, das ist kein Geld für euch, das wir nehmen. Das ist unser zu viel bezahltes Geld zurück. Und wer uns das verweigert, das ist Diebstahl und das ist eine Kampfansage an die Bauern. Nichtsdestotrotz hat die Ampel, und es ist genau die Ignoranz, die die Menschen an die Ränder treibt. Und wir werden trotzdem nicht irgendwie extrem werden. Trotzdem hat die Ampel, obwohl alle Bevölkerungsgruppen in Deutschland gesagt haben, die Bauern haben recht, Umfragen, jede Menge Umfragen, 70, 80, 90% der Bevölkerung steht hinter den Anliegen der Bauern. In jedem Wahlkreis, jeder Abgeordnete hat diese Aussage seiner Bevölkerung bekommen. Wir wollen, dass du abstimmst, so wie du für uns abstimmen sollst. Zu 90% sind die Menschen hinter dem Anliegen der Bauern. Und in einer nie dagewesenen Ignoranz hat die Ampel mit ihrer Mehrheit gestern gegen den Willen der Bevölkerung den Bauern den Agrardiesel entzogen. Das ist ein Skandal, liebe Freunde. Es ist ein Skandal, aber das ist noch lange nicht das bittere Ende. Weil wir kämpfen weiter, das garantiere ich. Wir wollen in den Bundesrat weiter Druck machen. Wir wollen versuchen, diese Entscheidung
zu revidieren, abzuschwächen. Und wir werden gleichzeitig verhandeln jetzt, was wir an Entbürokratisierung will ich gar nicht sagen, was wir an Kompensation brauchen in Zukunft. Wir brauchen natürlich Entbürokratisierung, das spreche ich nicht bloß für die Bauern. Wir sind hier am Main, liebe Freunde, wenn wir einen Acker oder Wiese, einen Acker am Main haben oder an einem Fluss, an einem Bach, dann müssen wir einen Gewässerrandstreifen anlegen, damit wir weit wegbleiben und das Gewässer schützen. So weit, so gut. Aber wenn ich euch sage, dass es 8 verschiedene Rechtsnormen mit verschiedenen Breiten und Abstands- und Regelungen gibt, wie man den Gewässerrandstreifen ausführen muss, dann rufe ich im Amt an, der sagt, ich kann es da auch nicht sagen, ich habe 8 Befehle, jeder anders. Ich weiß es nicht, der weiß es nicht. Die Agrarpolitik ist am Ende. Wir brauchen einfachere Regelungen, sonst können wir uns nicht mehr bewegen. Was wir auch brauchen, ist eine Wettbewerbsfähigkeit für die Landwirte. Wir brauchen keine großen Strukturen, wir wollen eine bäuerliche Landwirtschaft mit möglichst vielen Bauernhöfen. Große, kleine Tierhalter, Nichttierhalter, Nahrungsmittelerzeuger, Energieerzeuger. Diese bunte Mischung brauchen wir, die macht uns stark und das prägt unsere Dörfer und unsere Landschaft. Und es sichert die Versorgung mit heimischen Nahrungsmitteln und in Zukunft mit heimischer, grüner Energie. Wir stehen zum Green Deal, aber wir stehen nicht dazu, dass man den Green Deal so auslegt, dass man die Wirtschaft runterfährt, die Produktion runterfährt und Dinge importiert, ob es Energie, Rohstoffe oder Lebensmittel sind, die in anderen Teilen der Welt viel schlechter produziert sind, schlechter fürs Klima, schlechter für die Umwelt, schlechter für die Menschen, die da schlechter bezahlt werden und hier die Augen zumacht und glaubt, wir sind sauber, weil wir es hier nicht mehr machen und woanders verlagern wir unsere Probleme hin. Das ist kein Green Deal, das ist ein Dirty Deal und den machen wir nicht mit. Und deswegen gibt es Vorschläge. Da rufe ich euch jetzt alle auf. Wir müssen den Umstieg schaffen von dem fossilen System in die Bioökonomie. Wir wollen das Klima schützen. Aber ohne unseren Wohlstand zu verlieren, ohne unsere Arbeitsplätze zu gefährden, mit einer besseren Politik und nicht mit reiner Ideologie. Und wir haben Konzepte. Das ist die Denkfabrik Bauernverband. Liebe Freunde, wir haben vor 30 Jahren Photovoltaikplatten auf unsere Dächer, auf die Bauernhöfe geschraubt. Da haben die alle gar noch nicht gewusst. Der Kinderbuchautor hat gar nicht gewusst, dass es eine Energiewende braucht. Haben wir das schon gemacht? Wir haben vor 30 Jahren, gerade auch hier in Unterfranken, Pionierarbeit geleistet. Wir haben damals schon aus unserem Raps das Öl gepresst und haben es in unsere Traktoren verfahren, weil es Klimaschutz ist. Es hat man uns kaputt gemacht. Da hat der Kindergärtner gar noch nicht gewusst, was Mobilitätswende ist. Haben wir das schon gemacht, liebe Freunde? Und deswegen, wir brauchen Lösungen. Lösungen, wie wir uns stabil in einer immer gefährlicher werdenden Welt aufstellen. Die Kriege, ihr kennt das alles, was abläuft. Wir müssen uns selber mit Ernährung versorgen können. Sonst sind wir erpressbar und schwach, egal was wir machen wollen. Wären wir vom Putin nicht nur vom Gas abhängig gewesen vor 2 Jahren, da haben wir für 6 Monate Vorrat gehabt, das haben wir überstanden. Wären wir vor ihm im Essen abhängig gewesen, da wären wir nach 2 Tagen am Ende gewesen. Das darf uns nicht passieren. Und wir brauchen eine Energiewende. 15% der Menschen, und das sind wir in den Industrienationen, machen 80% des CO2-Ausstoßes der Welt. Wir bauen unseren Wohlstand auf dem fossilen System auf, unsere Wirtschaft und unseren Wohlstand. Energie, Mobilität, Heizung, auch die stoffliche Verwendung, alles was Kunststoff ist, alles Erdöl. Und da müssen wir raus. Denn es gibt 2 Möglichkeiten, was passieren könnte. Entweder die anderen 85% machen das Gleiche wie wir, weil die sehen jeden noch am Handy und am Fernsehen, wie gut es uns geht. Da wollen die zu Recht auch hin. Und wenn die alle das machen, geht unser Planet kaputt. Das geht nicht. Die zweite Alternative, wenn die sagen, okay, wenn wir es hier nicht machen können, dann gehen wir dahin, wo es so gut ist. Das geht auch nicht. Das ist auch keine Lösung. Und deswegen braucht es die dritte Lösung. Und wir haben eine,
dass wir sagen, wir wechseln aus dem fossilen System in die grüne Bioökonomie und wir sind hier Denkfabrik, wir haben hier Lösungen für die Antriebe, für die Motoren, für die Energieproduktion, für die Sicherung der Ernährung, für die Bioökologie und Artenvielfalt. Wir können das alles, wir können sogar Plastik ersetzen mit Biokunststoffen, hatten wir auch vor 20 Jahren schon auch kaputt gemacht worden. Wir haben das, wir müssen es machen und da müssen wir neu investieren. Das ist gute Politik und nicht der Angst vor Biomasse, wie es in Berlin im Bundeslandwirtschaft- und Umweltministerium läuft. Die haben eine Ideologie der letzten 30 Jahre im Programm Sprechzettel von 1980. Da hatten wir Getreideberge, Milchseen, zu viel Essen und keine Ahnung, dass wir auch Flächen für Energieproduktion und die anderen Herausforderungen brauchen. Da war Stilllegung vielleicht sinnvoll, aber da hat man sie bis heute nicht bewegt. Heute brauchen wir vor einem Acker vier Ernten am Prinzip Ernährung, Energie, Dekarbonisierung und Artenvielfalt und Naturschutz. Wir können alles vier. Nichts davon können wir umsonst. Und darum brauchen wir eine klare politische Linie, wie wir das hinbekommen, dass sich Bauernhöfe in die neuen Geschäftsmodelle bewegen und damit die Grundlage legen. Wir wollen euch, die ganze Gesellschaft, mit den Lebensgrundlagen versorgen, mit Energie, mit Essen, mit guten Rohstoffen und mit einer gesunden, intakten Natur. Wir können es und wir fordern Berlin auf. Macht der Politik, dass die Bauernhöfe das auch bezahlt bekommen, weil umsonst können wir es nicht. Nichts davon passiert. Und jetzt sage ich euch auch noch schnell ein paar Botschaften, warum wir so konsequent sind und gesagt haben, als diese Milliarde vorgeschlagen wurde, und ich kann euch sagen, wie das entschieden worden ist, da bin ich sicher, die drei Leute, die da zusammensaßen in der Nachtsitzung und waren die Fantasievollsten, sind es wahrscheinlich nicht, aber da sind sehr einfache Gemüter. Ich vermute, die haben sich gedacht, uns fällt 17 Milliarden Euro, wir haben das Bundesverfassungsgericht im Rücken, die sind uns auf die Schliche gekommen, was wir vorgehabt haben. Jetzt müssen wir irgendwie einen Haushalt machen. Und dann haben die geschaut, wen können wir noch was abnehmen und wer wählt uns mehrheitlich nicht und von denen holen wir es. Und dann haben die uns eine Milliarde abgenommen, liebe Freunde. Das war echt eine Kampfansage. Und das ist eine schlechte Grundlage für Politik. Es hat dazu geführt, und das müsst ihr euch vorstellen, dass wir Bauern, wir sind Bürger wie jeder andere auch und sind von allen Einsparvorschlägen sowieso betroffen. Wir sind von der Mauterhöhung betroffen. Landwirtschaft ist ein Transportgewerbe. Wir kaufen Dinge ein, Futter, Düngemittel, Maschinen, das wird zu uns hergefahren, da zahlen wir Maut. Und unsere Produkte werden natürlich in die Zuckerfabrik, in die Molkerei, in die Supermarktragelle gefahren, da zahlen wir auch Maut. Und die Erhöhung trifft uns noch mehr wie jeden Bürger. Die CO2-Besteuerung, die teurer wird, trifft uns, weil wir Energie verbrauchen. Strom, Wasser, Diesel, kostet eh mehr. Trifft uns genauso wie jeden anderen, eher nur wegen mehr, weil wir wegen mehr brauchen, weil wir was produzieren. Uns trifft auch die Plastiksteuer auf Milchflaschen. Die wird am Schluss bei uns landen für weniger Milchgeld. Uns trifft das alles. Und dann noch eine Milliarde obendrauf den Bauern abzunehmen, das führte dazu, und das stellt euch mal vor, dass 1% der Bevölkerung, die Bäuerinnen und Bauern, 5% der Einsparleistung zugemutet wird. Das ist völlig ungerecht und untragbar und deswegen kämpfen wir bis zum Schluss dagegen. Und liebe Freunde, ich habe es gesagt, Rekordsteuereinnahmen. Was erwarten wir von der Bundesregierung? Politik für die Zukunft zu machen, den Green Deal zu machen, Umwelt zu schützen. Von mir aus hat CO2 zu verteuern, aber wir müssen es schaffen, dass unsere Unternehmen die Arbeitsplätze erhalten bleiben, die Jugend der Zukunft hat, die Betriebe weiter bestehen, dass wir auch Steuereinnahmen haben. Und was müssen wir dafür tun? Wir müssen uns dafür bekennen, dass wir wieder grüne Ernten brauchen. Wir haben mehr, um Rohstoffe zu ersetzen aus dem fossilen Bereich, als weniger. Deswegen brauchen wir mit der Ausbildung der Landwirte einen effektiven, und das machen wir, Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Wenn eine Pflanze krank ist, muss ich die genauso schützen können wie ein Menschen, der krank ist, denn sonst stirbt der Mensch oder die Pflanze. Und wer das nicht versteht, der legt die Axt an die Ernährungssouveränität. Wir brauchen im Biolandbau und im konventionellen und im Hybridanbau
Wir brauchen in jedem System Pflanzenschutzmittel. Das sichert die Zukunft und die Ernährung. Und wir machen das vernünftig. Wir brauchen aber auch Flächen, die wir bebauen können. Die Menschen werden immer mehr, die Fläche wird weniger. Und deswegen, liebe Freunde, hat es vielleicht vor 30 Jahren Sinn gemacht, Flächen stillzulegen. Da hatten wir zu viel zu essen. Jetzt haben wir zu wenig. Und alles, was wir stilllegen, bedeutet, jedes Hektar bedeutet 5000 Liter mehr Erdöl verbrennen oder Importe aus Brasilien von Lebensmitteln oder Argentinien und Regenwaldrodung. Und deswegen, liebe Freunde, wir müssen hier produzieren. Stilllegung ist der falsche Weg. Wir können Biodiversität viel besser. Und deswegen, wer heute von Stilllegung spricht, der versündigt sich an der grünen Zukunft unserer Jugend. Wenn wir aber Import- und Exportland sind und Deutschland ist Exportweltmeister mit seiner Industrie und wir können die Grenzen nicht zumachen, so können wir unsere Landwirtschaft nicht schützen. Aber das Mindeste, was wir brauchen, und auch hier sehe ich ein Schild, wir haben hier seit 2 Jahren eine eindeutige Position im Bauernverband. Die Menschen, die sich ernähren und die deutsche Standards, hochwertige Umwelt-, Naturschutz- und Tierwohlstandards in ihrem Essen haben wollen, die müssen es erkennen können. Deswegen brauchen wir auf jedem Lebensmittel eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung, wo die Produkte, die drin sind, herkommen, liebe Freunde. Und was wir brauchen, und ich will zum Schluss kommen, sonst mache ich wieder meinen Ruf alle Ehre, dass ich zu lang rede. Wir brauchen am Schluss eine bessere Politik. Und mir ist völlig egal, von welcher Partei und Farbe in der Politik die kommt. Nicht völlig egal. Aus der demokratischen Mitte soll sie kommen, das ist schon klar. Aber wir brauchen eine bessere Politik. Und ich sage eines zum Schluss ganz klar. Und es ist meine Aufforderung an die Ampel. Und noch einmal, wir werden mit Sicherheit als Bauernverband, aber ich bin sicher, LSV geht mit, wir werden mit Sicherheit nicht zum bitteren Ende kämpfen. Wir sind diejenigen, die seit Jahrhunderten ihre Höfe erhalten. Wir wissen, was Nachhaltigkeit ist. Das geht nicht in 5-Jahr-Legislaturperiode, sondern über generationenübergreifendes Denken. Und deswegen hört's auf uns. Wir müssen langfristig denken und nicht in kurzfristigen Schlagzeilen. Hört auf die Bauern, hört auf die Handwerker, hört auf die Ingenieure, hört auf die Wissenschaft und hört auf mit Ideologie, liebe Freunde. Und ganz zum Schluss. Ich bin ganz sicher, und dafür treten wir als Bauern ein. Wir wollen für die Zukunft Deutschlands einen guten Weg bauen. In der Versorgungssicherheit, im Wohlstand, in der Freiheit, in der Demokratie, als Menschenfreunde, egal wo jemand herkommt. Jeder ist willkommen, der anpackt, der unsere Einstellung teilt, der das Leistungsprinzip befürwortet. Der kann sein Leben hier gestalten, frei, egal welche Religion er ausübt, egal was für Einstellung er hat, wenn er sich zu unseren Grundwerten bekennt. Dafür stehen wir, für dieses Deutschland arbeiten wir und dafür stehen wir auf. Und Leute, es wird nicht über die Klimaleute der letzten Generation eine Zukunft geben, sondern es braucht die nächste Generation von Wissenschaft, Ingenieuren, Handwerkern, Bauern und Bäuerinnen, die die Zukunft bauen und wir sind bereit. Und wenn die Ampelregierung es nicht kann, wir geben ihr noch einmal eine Chance, aber wenn es nicht kennt, Freunde in Berlin, dann macht Platz für Leute, die bessere Konzepte haben. Danke. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank, der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes, Günter Fenzler. Eine sehr, sehr leidenschaftliche Rede. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und was mir auch besonders freut, dass es mittlerweile zwischen dem Bauernverband und auch LSV, zwischen den Verbänden einfach gut funktioniert. Ich glaube, ihr könnt ganz gut, du und der Klaus Hochkrein. Da muss ich nur schnell einhaken. Das funktioniert nicht gut, das funktioniert super, Leute. Und eines hat der Konrad Adenauer schon gesagt, das ist keine Drohung. Aber wenn schlechte Politik gemacht wird, ist es eine Mahnung. Der auch Konrad Adenauer sagte, vor nichts muss ich ein Politiker mehr fürchten, wie wenn die Bauern zusammenhalten. Und jetzt stehen wir auf, liebe Freunde.
Ja, genau. Und man sieht, man kann nicht sehr schlecht Mundtot machen. Und das ist auch gut und wichtig. Ich darf aber auch begrüßen, einer unserer Vorstände, der Dietzian Klein, der ist auch da, von LSV. Und ihr kennt euch ja auch beide hervorragend, sehr gut. So, und noch eine kleine Information. Es werden jetzt drei Damen rumlaufen. Und die werden, ja, wir betteln nicht, wir sammeln nicht. Aber wir sind dankbar für eine Schenkung, denn das Ganze ist natürlich ein sehr großer Aufwand und kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Also, wer den ein oder anderen Euro von euch übrig hat, wie gesagt, es werden jetzt gleich drei junge Damen durch die Reihen laufen. Vielen, vielen Dank schon jetzt dafür. Noch nie? Magst du mal an, bitte? Noch nie haben wir Bürger dieses Landes so viel Steuern gezahlt wie heuer. Also fast 1 Billion Euro, das müsst ihr euch mal vorstellen, 1 Billion. Ich weiß gar nicht, wie viel Haufen Geld das ist, wenn man das live sieht. Aber 1 Billion, das ist ja Wahnsinn. Und die können einfach da oben nicht mit unserem Geld ausgehen. Wir haben kein Einnahmeproblem, sondern wir haben ein Ausgabenproblem an der Regierung. Und deshalb hat man sich ja die Gaststätten oder den der Hoga-Verband ausgesucht und haben die Mehrwertsteuer von 7% auf 19% erhöht. Und deshalb begrüße ich jetzt ganz herzlich die Vertreter von der DEHOGA. Hallo zusammen, mein Name ist Birgit Fleischmann-Müssig. Mein Kollege Eberhard Imhof, wir führen beide gastgewerbliche Betriebe im Landkreis Main-Spessart schon in der 3. und 4. Generation. Wir sind hier heute für den Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband. Liebe Landwirte, liebe Bäcker, liebe Metzger, Spediteure, liebe Mitstreiter, aus welcher Branche ihr auch immer kommt, wir alle stehen hier heute solidarisch zusammen. Ein ganz breites Bündnis verschiedenster Wirtschaftsverbände, Seite an Seite. Denn so kann es einfach nicht mehr weitergehen. Was zu viel ist, ist zu viel. Vom Acker auf den Teller zum Gast. Essen muss bezahlbar bleiben. Wer Steuervergünstigungen beim Agrardiesel streicht oder Steuern auf landwirtschaftliche Maschinen erheben will, verteuert unser aller Lebensmittel. Bereits die Erhöhung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie auf Speisen auf 19% schließt weite Teile der Bevölkerung von Essen als soziale Teilhabe aus und führt unsere familiengeführten und mittelständischen Betriebe vor den finanziellen Ruin. Landwirte und Wirte sind Teil der Lösung hin zu mehr Nachhaltigkeit und Regionalität. Das darf auf gar keinen Fall zerstört werden. Ohne euch Bauern kein Essen, aber auch ohne Wirte. Wir brauchen 7% einheitlich auf Essen. Nur 7% auf Speisen sind fair und gerecht. Deshalb keine zusätzlichen Kosten und keine höheren Abgaben und Steuern für Landwirte und Gastwirte. Finger weg von zusätzlichen Belastungen für lebensmittelerzeugende und lebensmittelverarbeitende Betriebe. Warum kümmert sich die Bundesregierung nicht um das, was eigentlich wichtig ist? Dass sich hier in unserem Land Leistung und Arbeit wieder lohnen. Dass die bürokratischen Belastungen weniger werden. Wir alle ersticken in Bürokratie. Dass wir unsere Arbeitszeit auf eine Wochenarbeitszeit umstellen können. Für mehr Flexibilität für unsere Mitarbeiter.
Hallo Bundesregierung, macht hier etwas und belastet nicht nur immer mehr. Eure Entscheidungen machen den Alltag von uns Menschen unbezahlbar. Eure Maßnahmen treffen Menschen und Betriebe ins Mark. Sie zerstören die so wichtigen Wertschöpfungsketten. Wir kämpfen weiter für eine gute Zukunft für unser Land und unsere Kinder. Danke. Dankeschön. So, vielen, vielen Dank an euch beiden. So, jetzt ist noch nicht ganz klar, ob wir jetzt, also unsere Freunde von den Dorfrockern, die sind mittlerweile da und eingetroffen, aber ich glaube, sie brauchen noch einen kleinen Moment. Und darum würde ich vorschlagen, lassen wir noch mal die Metzgerinnung sprechen. Hier ist heute der Geschäftsführer des Metzgerhandwerks Bayern hier. Vielen, vielen Dank, dass er da ist, der Lars Bubnik. Und ich glaube, auch bei euch, da drückt es ganz gewaltig. Marc Heidenfeld, seid ihr noch da? Ja! Also es ist ja Faschingszeit. Bin von München hierher gefahren. Also nehmt nicht ganz jedes Wort so ernst. Den Gruß muss man ja heute vorweg schicken, so aus rechtlichen Gründen. Aber bis der Deutsche sich erhebt, dauert es lang. Und jetzt erhebt er sich, weil diese Regierung es geschafft hat, dass das Land aufsteht. Und es ist gut so. Ja, der Steffen hat es vorhin gesagt, der Günther Felsen hat viele Themen angesprochen. Holzheizung verbieten. Er hat einen Vorschlag, du könntest im Bundestag auch die Heizung abschalten, weil die können mit der heißen Luft heizen, die dort produziert wird und es dann auf Ewigkeiten halten. Warum stehen wir hier? Das Metzgerhandwerk, das Handwerk generell, viele andere Verbände haben sich angeschlossen von Anfang an. Wir haben uns solidarisch erklärt, warum. Wir stehen natürlich in der Wertschöpfungskette hinter unseren Landwirten. Und ohne unsere Tiere aus Bayern, aus Deutschland, gibt es keine gesunden Lebensmittel vom Metzger. Da kommt die Sau irgendwann, wenn ihr weg seid, aus dem Schweinehotel in China, 30, 40 Stockwerke hoch. Das wollen wir nicht. Und generell, das Thema Fleisch. Ich weiß nicht, wer morgen von euch auf Fleisch? Ja. Es wird ja uns madig gemacht, es wird vermiest. Sprossen fressen soll man. Nix da. Eine gescheite Brotzeit gehört zu Bayern und das lassen wir uns nicht nehmen. Das ist das bayerische Lebensgefühl und dafür kämpfen wir und dafür stehen wir heute alle hier. Ja, liebe Freunde, unsere Metzger. In meiner Zeit als Geschäftsführer, als Mitarbeiter in diesem Verband hat sich die Zahl halbiert. Und die haben nicht alle aufgehört, weil sie keinen Nachfolger gefunden haben, sondern ganz viele haben aufgehört, weil sie einfach von der Bürokratielast, von den Vorgaben erdrückt worden sind. Wir haben das mal zusammengestellt. Über 11 Ordner, Aktenordner an bürokratischen Auflagen, an Vorgaben muss ein Metzgereiinhaber heute erfüllen. Die Betriebe saufen ab unter diesen Vorschriften. Und mit einem Thema, Günther, wir waren beide in Berlin. Wir haben alle die ungenügende Rede unseres Bundesfinanzministers gehört. Du bist hinterher in der Heute-Show ein bisschen gewürdigt worden im ZDF. Aber mit einem Satz hat der Christian Lindner recht gehabt. Es geht nicht mehr nur um den Agrardiesel. Es geht um die ungenügende Politik dieser Ampel-Bundesregierung und die muss aufhören. Wir waren letzte Woche zusammen beim Parteitag der Grünen. Da ist mein Geschäftsführergehalt eher Schmerzensgeld. Aber wir haben einen Rücken gerade gemacht und wir haben gesprochen. Und Anton Hofreiter, Sie kennen ihn. Der Mann, der die Leistung eines anständigen bayerischen Friseurhandwerkers seit Jahren meidet. Der hat mir erklärt, wir haben kein Geld, meine Damen und Herren.
Seit 2 Jahren hat diese Ampelregierung über 11.000 neue Beamtenstellen geschaffen. Nichts gegen unsere Beamten, wir brauchen eine vernünftige Verwaltung. Aber diese Mehrkosten von 7 Milliarden Euro, da hätte man leicht den Agrardiesel und unsere Energiepreisbremse finanzieren können. Das wäre gar kein Problem gewesen. Und was mich so unfassbar schockiert, es ist die Reaktion der Bundesregierung an sich. Wo war der Bundeskanzler in Berlin? Wo war der Wirtschaftsminister? Bei euch hängt er hier oben an so einem Plakat, habe ich gesagt. Ja, am Plakat, aufpassen, ne, mit der Wortbezeichnung. Keine Reaktion seitens des Bundeskanzlers, keine persönliche. Sie wissen, Olaf Scholz, der Mann, der im Kindergarten der Beste im Versteckspielen war und der Schlechteste im Memory-Spielen. Da fehlt ein bisschen die Selbstwahrnehmung. Hier stehen viele Unternehmerinnen, Unternehmer, Landwirte, der ein oder andere Metzger, die sind verantwortlich für ihr Handeln. Ihr müsst jeden Tag hinterfragen, wenn der Kunde nicht wiederkommt, ja, dann wird es wohl am Produkt liegen. Diese Regierung hinterfragt gar nichts, schaut endlich in den Spiegel und wenn ihr das nicht mehr könnt, dann müsst ihr Platz machen in Berlin für eine neue Regierung. Kommen zurück zur SPD. Kevin Kühnert, also ein Kamerad ohne Ausbildung, Parteigenosse, kritisiert ja immer wieder die horrenden Gewinne unserer Unternehmerinnen und Unternehmer. Meine Damen und Herren, stattdessen fordert er dann horrende Mindestlöhne. Nichts gegen einen vernünftigen Mindestlohn. Alle Mitarbeiter müssen so bezahlt werden, dass sie davon in jeder Region fair leben können. Ganz klare Forderung. Aber wenn ihr, die Selbstständigen, die Landwirte, mal die tatsächlichen Arbeitsstunden runterrechnet, die ihr für den Gewinn am Jahresende leisten müsst, dann möchte ich wissen, bei wie vielen der Mindestlohn übrig bleibt. Und nachweislich, wir brauchen euch, haben wir gesagt, Fleisch ist wichtig, Fleisch ist gesund, dafür stehen wir hier, dafür kämpfen wir. Und nachweislich, den muss ich einfach auf jeder Demo bringen, weil er so schön ist, nachweislich ist Fleisch ja mal verantwortlich gewesen für die Entwicklung unseres menschlichen Gehirns. Und ein Teil der Bundesregierung braucht offensichtlich ein bisschen mehr Fleisch. Wir würden es sponsern. Und deswegen fordern wir die Bundesregierung auf, tut etwas für unseren Mittelstand, tut etwas fürs Handwerk, erhaltet die Landwirtschaft. Diesen Boden, wo das Geld eigentlich herkommt. Christian Lindner weiß, glaube ich, gar nicht, wo seine ganzen Milliarden herkommen. Das, wenn wegbröckelt, dann gibt es keine Einnahmen mehr in Berlin. Und was mich so wahnsinnig aufregt, natürlich, hier muss man auch die Vorgängerregierung in die Pflicht nehmen, die haben auch schon Verträge gemacht und Geld ins Ausland geschoben. Günther, wir haben erst am Wochenende drüber gesprochen. Eine 3/4 Milliarde geht allein nach Indien für irgendwelchen Städtebau und noch irgendwas. Also nichts gegen unsere indischen Freunde. Aber die sind letztes Jahr zum Mond geflogen. Dafür ist offensichtlich Geld da. Aber wir schieben es trotzdem noch hin, damit wäre euer Agrardiesel leicht finanziert gewesen. Und unsere Betriebe leiden massiv, in diesem Jahr ganz besonders unter den Energiekosten. Wir waren auf der Grünen Woche, wir sind regelmäßig im Bundestag präsent, wir sprechen mit den Abgeordneten. Ich erinnere an das Jahr 2022. Die Energiepreise sind Achterbahn gefahren und die Achterbahn fuhr eigentlich bis zum Herbst nur nach oben. 60, 70 Cent Arbeitspreis für den Strom, die privaten Haushalte hat es genauso getroffen. Man hat uns finanzielle Unterstützung versprochen bis zum April diesen Jahres, das war ein politisches Versprechen. Aber diese Ampel mit dem Urteil aus Karlsruhe hat dieses Versprechen einfach vom Tisch gewischt, hat gesagt, die Preise sind wieder günstig und lässt einfach eiskalt diese Unternehmen, die sich 2022 für einen 2-Jahres-Vertrag entschieden haben, zu Boden fallen. Das kann es nicht sein! Und deswegen fordern wir vernünftige Politik für unseren Mittelstand. Und ich wiederhole den Satz von Günther. Wenn ihr es nicht könnt, dann macht Platz. Und jetzt schickt man zum Abschluss meiner Rede noch ein ganz lautes Signal nach Berlin. Ich fange den Satz an. Ihr hört auf, so laut wie ihr könnt. Liebe Ampel, wir haben die Schnauze voll! Dankeschön! So, vielen, vielen Dank am Lars Bumblick vom Metzgerhandwerk. Hast du toll gemacht.
wahre Worte natürlich, auf die wir gewartet haben. Und ich habe noch eine kleine Botschaft an die ganzen Medienvertreter. Wir sind ja mittlerweile so langsam ein bisschen verdrängt worden. Es wäre schön, wenn bei einer solch tollen Veranstaltung mit solch tollen Rednern auch wieder mal berichtet würde über uns. Heute Morgen wieder in den Radios und so weiter. Kein Wort. Aber nichtsdestotrotz, Sie sind heute da. Und Sie werden auch dafür sorgen, unsere Freunde, die Dorfrocker, und die darf ich jetzt begrüßen, den Tobi, den Philipp und den Markus. Servus und grüß Gott, wie geht's euch? Gut? Mensch, wir waren ja schon in Veitshöchheim jetzt zuletzt. Wer war in Veitshöchheim dabei? Ja, also wir sind ja auch noch unter Franken gerade, haben wir wahrscheinlich nur Franken heute, oder? Oder wir sind ja so Grenzgebiet heute. Wo sind die Franken? Muss, dass wir mal einen Überblick haben. Gibt's heute nicht Franken? Gut, also heute sind wir alle Franken. Heute sind wir alle Bauern, heute sind wir alle Franken oder Brauer. Oder Handwerk und so weiter. Also wir selbst, die Dorfrocker, wir sind drei Brüder, ihr kennt uns wahrscheinlich ein bisschen, wir sind nicht nur drei Brüder, wir sind drei Landwirtsenkel und deswegen haben wir mal vor 3 Jahren gesagt, okay, wir machen viele Lieder, aber wir machen jetzt mal ein Lied, das war ja eben vor 3 Jahren, wo wir die Fahne der Landwirtschaft hochhalten. Unser Opa war Bauer, haben wir gesagt, pass auf hier, wer singt ein Lied über Bauern? Wenige. Und wir haben dann ganz viele Traktorkonzerte gemacht, deswegen ist uns dieses Bild auch schon ein bisschen bekannt, wo ganz viele Traktoren da stehen. Es schaut schon mal geil aus. Und dieses Lied, ihr habt es vielleicht gesehen, haben wir jetzt ja nochmal umgetextet. Das war eine Anregung auch von Teilen vom LSV zu sagen, okay, als jetzt dieses kurz vorm, glaube 8. Januar, wo es war, die große Demo in Berlin, wir haben das nochmal umgemünzt, diese Hymne, wenn man so will, auf die Landwirtschaft. Den King. Und jetzt haben wir gesagt, pass auf hier, wenn es in Marktheidenfeld ist, wenn wir Zeit haben, wir kommen gern vorbei. Wir haben heute glücklicherweise ein bisschen Zeit. Und ja, es schaut schon mal geil aus. Ich will gar nicht so viel reden. Wir unterstützen es auf jeden Fall gerne. Alle anderen, die werden das ja ausgestalten. Wir stehen dahinter. Wir sind Dorfkinder. Gibt es heute noch Dorfkinder? Pass auf, hier vorne sind ja wirklich auch die Kinder da. Wir machen jetzt mal so, wo sind die wirklichen Kinder? Ihr dürft jetzt mal so laut sein, wie ihr könnt. Wo sind die Kinder? Pass auf, ihr müsst immer so laut sein, wie ihr könnt, ihr dürft jetzt so richtig laut sein. Wo sind die Kinder? Ja! Pass auf, machen wir so, haben wir noch ein bisschen Platz auf der Bühne für ein paar Kinder? Ja, oder? Wir haben ja eh genug Zeit, oder? Ist das so? Ja. Machen wir es kurz so, pass auf, wenn ihr Bock habt, kommen wir mal 3 nach oben oder 4 oder 5 mit dem Bulldog, habt ihr Lust? Pass auf, dann hängen wir 2, 3 so Bulldogs mit hoch, dann haben wir ein schönes Bild, machen wir so. Pass auf, und in der Zwischenzeit, ich frage mal, die Dorfkinder, die großen Dorfkinder, wir machen mal einen kurzen Warm-up. Wir wurden gefragt, pass auf, könnt ihr nicht ein Lied singen oder 2 Lieder irgendwie singen? Haben wir gesagt, das machen wir gerne. Wir machen mal so zum kleinen, zum Aufwärmen, machen wir mal das Dorfkind, okay? Ich sing's und ihr singt mit. Kriegen wir das hin? Jawohl. Ladies and Gentlemen, an der Gitarre, mein kleiner Bruder, gebt mal Applaus für den Philipp! Am Akkordeon, mein großer Bruder, Applaus für den Markus! Ich bin ein Dorfkind und darauf bin ich stolz. Denn wir Dorfkinder sind aus gutem Holz. Ich bin ein Dorfkind, was kann Schönes geben? Als auf. Und jetzt machen wir so, wir haben kein Schlagzeug dabei, ihr seid das Schlagzeug, Hände nach oben, macht einen Fett, gib mir ein, hey, 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 hey. Bei uns ist alles viel gelassener, einfach cool, so wie die Oma vor dem Häusler auf dem Stuhl. Wir feiern Feste, wie sie fallen uns dann anscheinend. Und nach am Bier gibt's am Moll ein wenig am Streit. Doch bis auf ist und viel mehr fällt mir halt auf dem Land. Ich bin ein Dorfkind, darauf bin ich stolz. Denn wir Dorfkinder sind aus gutem Holz. Ich bin ein Dorfkind, was kann Schönes geben, als auf dem Land zu leben. Bei uns kennt jeder jeden und
Pablo. Pablo, gib doch diesen Applaus für den Pablo. Und wenn jetzt jeder so inbrünstig mitsingt, dann sind wir sowas von happy. Alle Dorfkinder, Hände nach oben. Und jetzt singen wir. Ihr singt, okay, mit mir. Wir gemeinsam. Hände nach oben. Hey, hey. Ich bin ein Dorfkind. Ich will euch hören. Denn mir Dorf. Ich bin ein Dorfkind. Und es ging eine Stufe lauter. Achtung, drei. Ich bin ein Dorfkind. Lauter. Denn mir ich bin ein als auf dem Land zu leben. Dankeschön! Ja, fast hier Fasching, Faschingsstimmung. Wahnsinn, ne? Aber es ist ein ernstes Anliegen, wie gesagt, wir unterstützen das auf jeden Fall sehr, sehr gerne und sind der Einladung gefolgt. Und nicht nur der Einladung heute, sondern es wurde auch ein Wunsch an uns herangetragen, weil wir ein neues Lied haben, das heißt Spaghetti Polonaise. Eigentlich ein lustiges Lied und es wurde der Wunsch an uns herangetragen vom LSV, ob wir dieses Lied, weil wir ja in Veitshöchern vor ein paar Tagen waren, für die Schlepper-Polonaise, die da war, umzutexten, gemeinsam mit dem LSV. Und wir haben einen Text gehabt, den wir gemeinsam gesungen haben. Apropos gemeinsam, wo ist unsere Unterstützung? LSV, pass auf, heute ist es nochmal mehr als der LSV, richtig, oder? So ist es. So ist das Mikrofon an. Also heute lassen wir den Bauernverband auch mitsingen. Genau. Heute gibt es die geballte Bauernpower sozusagen. Und ihr habt den Text auch nochmal mit ausgedruckt. Ne? Ich hoffe, ich kriege ihn auch noch hin. Also ich singe es einmal vor, dass ihr wisst, um was es geht. Am Anfang ist sehr viel Text und irgendwann heißt es Bulldogs voraus. Das wäre das Wichtigste. Und da kann man am einfachsten mitsingen. Aber ich singe erst mal vor. Ich brauche nochmal Rhythmus. Okay, seid ihr bereit? Gebt mir Heck. Heck. Ohne Bauern gäb's am Fasching keine Umzug und kein Bier, keine Brezel, keinen Krapfen und auch nichts zum Lachen hier. Ohne Bauern, ohne Winzer gäb's auch keinen Frankenwein. Nein, 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 darum stimmen wir alle ein und an. Bullos voraus, an allen Armen von Franken bis Berlin. Ich brauche bloß das Mikrofon, man muss euch auch hören, okay? Geht mal einen Schritt zusammen. Seid ihr bereit? Okay, ready? Dann machen wir so, pass auf, wir müssen das heute in die Welt raussenden, Mark Heidenfeld. Ihr dürft gerne die Handys draufhalten. Schickt's ruhig in die Social Medias. Wichtig ist, es muss laut sein, okay? Wir sind bereit, ihr auch? Drei! Vier. Ohne Bauern gäb's am Fasching keine Umzug und kein Bier, keine Brezen, keine Krapfen und auch nichts zu lachen hier. Ohne Bauern oder Winzer gäb's auch keinen Frankenwein. Nein, 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 darum stimmen wir alle ein. Bullos voraus an alle Narren von Franken bis Berlin. Am Fasching keine Umzug und kein Bier, keine Brezen, keine Krapfen und auch nichts zum Lachen hier. Ohne Mauern oder Winzer gibt's auch keinen Frankenwein. Nein, 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 darum stimmen wir alle ein. Sing! Bullos voraus an allen Armen von Franken bis Berlin. Bullos voraus, denn auch zum Fasching braucht man Franken bis Berlin. Sing! Bullos voraus! Denn auch zu Fasching braucht man sie zum Ziel. Dankeschön! Du, ich, du? Mach du weiter, du kannst es besser. Ja, also von unserer Seite aus
Wir sind eigentlich recht happy. Wir haben schon ein Bier getrunken, wobei, das war alkoholfrei, man darf ja kein Bier trinken, ja, na, richtig, Entschuldigung. Sonst hätte ich falsch was Falsches gesagt, ne? Also das Etikett war zwar irgendwie was anderes, aber ist ja wurscht, ne? Ihr, offiziell dürfen wir keins trinken, ne? So ist ja wurscht. Aber apropos Brauer, weil es wäre sonst eine schlechte Überleitung, ne? Weil der Brauer kommt ja gleich, ne? Hier, vielleicht finden wir doch noch ein Bier, was wir gleich trinken können. Oder wir machen noch ein Lied. Wollen wir noch eins machen? Eins hätten wir noch. Wenn wir schon diese fantastische Unterstützung haben, Pablo, ne? Und von den anderen zwei, wie heißt du? Jonas. Jonas, Applaus für den Jonas. Und wer bist du? Leon. Wie bitte? Leon. Leon, Applaus. Dann würde ich sagen, wir machen genau das perfekte Lied. Das, was ihr jetzt verkörpert. Ihr hockt auf dem Bulldog-Sitz. Und dieses Lied, was ich vorhin erwähnt habe, der King. Das würden wir jetzt auch nochmal singen, okay? Ich bin der King auf dem Bulldog-Sitz. Seid ihr bereit? Ja, da drüben ist ja noch einer. Also alle Jungs und Mädels, seid euch gegrüßt hier. Das schaut geil hier vorne aus. Also. Ich geh raus jeden Tag und ich mach mein Ding. Lass die anderen lieber labern, jammern, hock und sing. Auf dem Lauf will ich daheim, will da nicht woanders hin. Wenn ich auf dem Bulldog sitz, bin ich der King. Wer Hände frei hat, nimmt sie nach oben. Hey, hey. Ich bin der King und der Scheiß ist nix. Ich bin der King auf dem Bulldog-Sitz. Die Welt ist schön, willst du mal sehen? Komm nach oben auf mein Thron. Ich bin der King und der Scheiß ist nix. Ich bin der King auf dem Bulldog-Sitz. Das ist mein Weg. Wie lau kann man kein Fels sein? Wir machen noch ein Video. Pass auf, wir wollen schauen, wie laut man kein Fels ist. Wie laut kann man kein Fels sein? Lauter! Noch lauter! Hände nach oben! Hey, hey! Ihr singt und zwar eins, zwei, eins, zwei! Ich bin der King und der Scheiß in uns. Ich bin der King. Auf dem Bulldog sitz, die Welt ist schön. Willst du mal sehen? Komm nach oben auf mein Thron. Ich bin der King und der Scheiß ist nix. Ich bin der King. Auf dem Bulldog sitz, das ist mein Ding. Da gehör ich hin. Ich bin der King. Dankeschön! Es war uns eine Ehre und eine Freude. Wir sind noch da. Und wir machen die Bühne wieder frei. Wir sind heute nur Beiwerk, aber das machen wir gerne. Also, vieles Gutes gelingen noch, ne? Servus! Und vor allen Dingen, genau, vielleicht machen wir es so,
ich weiß es nicht, aber das wäre jetzt ein Gedanke, wenn wir das Ganze bei uns irgendwie Instagram-mäßig reinsetzen, machen wir vielleicht später. Klickt mal rein, schreibt rein, wie geil es heute in Markt Heidenfeld war. Vielleicht machen wir den King rein. Vielleicht machen wir das Lied einfach nochmal neu. Wir machen das mit einem Bauernchor, oder? Machen wir das so? Wollen wir das nochmal machen? Pass auf, ich würde vorschlagen, das wäre jetzt auch eine spontane Idee. Wenn ihr Bock habt, nehmen wir das Lied nochmal neu auf und bringen es nochmal richtig raus. Dorfrocker featuring der Deutschlands große Bauernchor. Wollen wir das machen? Genau so machen wir es. Wenn ihr Bock habt. Und ihr seid alle dabei. Schauen wir mal. Also. So, wir sagen vielen, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung, ganz ohne Gage. Das muss man mal wirklich sagen. Und wenn ihr sie unterstützen wollt, dann besucht ihre Konzerte. Und ich glaube, so ganz ohne Zugabe, lassen wir die jetzt nicht gehen. Holt ihr noch eine Zugabe? Also da kommt jetzt niemand raus aus der Nummer, ihr habt gehört. Noch einmal, wollt ihr eine Zugabe? Außer, ich kann ja gar nichts hören. Außerdem brauchen wir ja noch für unseren nächsten Redner einen, ja, wir sind in der Faschingszeit, einen Einzug, würde ich jetzt sagen. Wir brauchen noch ein richtiges Brauerlied. Ein Brauerlied brauchen wir. Jetzt ist, ich habe mal über den Text, ja, ich brauche gar nicht. Ne? Haben wir ein Brauerlied, haben wir ein Bierlied? Wir haben immer mal wieder Lieder mit Bier drin. Denken wir doch. Ach ja, wir haben mal ein Lied, das weiß ich auch nicht, ob wir das jetzt spontan hinkriegen, gemacht. Auch bei der Fastnacht in Franken, falls ich mal irgendwann vorletztes Jahr da waren, das heißt fränkisches Bier. Aber das haben wir jetzt tatsächlich, müssen wir mal gucken. Also es gibt immer eine Stelle, die heißt fränkisches Bier. Und das wäre euer Part, okay? Ich singe zum Beispiel, also wir besingen das Bier. Du bist ein viraler Hit. Und ihr singt. Und auf der ganzen Welt beliebt, ihr singt. Ich könnte vor Freude Pirouetten drehen. Sehe ich dich vor mir auf dem Tisch da stehen, irgendwie so ähnlich ging's. Irgendwie so ähnlich, Bier her zu mir, fränkisches Bier. Und dann Hände nach oben, fränkisches Bier. Ich habe gerade ein virales, weil wir haben gerade viral gesungen, ein virales Video gesehen von ihm. Wie heißt du nochmal? Bist er? Was? Ich pass auf, wir haben uns vorhin kennengelernt. Ich wollte bloß hier die Bühne freimachen für dich und mir ist bloß der Name gerade entfallen. Wir machen einfach frei, wir sagen Servus und Danke, wir sind die Dorfrocker! Also besten Dank hier für den Korb. Augenblick, Augenblick. Abendessen ist hier. Ja. So, wir haben noch ein paar kurze Umbauarbeiten, bis die Kinder drunten sind. Machen wir ein bisschen Platz. Und dann geht es auch schon gleich weiter im Programm. Und auf euer Angebot, Domi, nochmal ein Lied mit euch aufzunehmen, kommen wir natürlich gerne zurück. Und es freut uns ganz besonders, dass er heute da ist, Freiherr von Baron, Freiherr von Thüngen. Er spricht heute als Diplomlandwirt und natürlich für die Brauereien zu uns. Herzlich willkommen! Vielen Dank.
Den Baron lässt er weg. Ich bin der Hans-Karl aus Tüngen. Und so einen Auftritt hätte ich mir gern noch vor meinem in München gewünscht. Das war natürlich super, Tobias und deine Truppe, Dorfrocker, à la Bonheur, Gratulation! Bier gehört zu Ranken! In München habe ich Bayern sagen müssen, aber hier, das hört sich so, da in meiner Heimatregion heißt das Franken. Ich soll aber dennoch herzliche Glückwünsche und Grüße der bayerischen Bierkönigin Mona ausdrücken und euch weitergeben, die heute in Italien für das bayerische Bier Werbung macht. Die wäre gerne dabei gewesen und hätte auch schon zugesagt, aber das ging dann plötzlich doch nicht. Also herzliche Grüße. Dann bin ich dafür, dass wir das Reinheitsgebot für Bier nicht kaputt gehen lassen. Wir sind Ackerbauern, die das Malz bei uns anbauen über die Braugerste. Wir sind Ackerbauern und andere Bauern, die den Hopfen anbauen. Ohne diese beiden Rohstoffe, die heimisch sind und die wir brauchen, gibt es kein heimisches Bier nach dem Reinheitsgebot. Und das ist das, worauf wir achten müssen. Wasser, Hefe, Hopfen und Malz, das weiß jeder schon in der Schule. Kinder, lernt das gleich mal alle auswendig. Wasser, Hefe, Hopfen, Malz. Und wir wiederholen. Wasser, Hopfen, Hefe, Malz. Ausgezeichnet. Eins. Jedenfalls, das sind die Rohstoffe, die wir hier in Unterfranken und anderswo anbauen. Und sind froh, wenn es dann auch vor Ort verarbeitet und auch getrunken wird. Natürlich. Wir haben hier eine Brauerei vor der Tür. Die Martinsbräu möchte ich dennoch erwähnen, weil sie ja auch hier oft ihr schönes Fest feiern. Das ist der Platz des Bieres. Das habe ich von Herrn Stamm eben gehört. Bürgermeister kennt sich gut aus. Ich denke, wenn die Veranstaltung rum ist, darf dann auch jeder ein Schlückchen trinken. Ansonsten müssen wir jetzt hier Abstinenz wahren. Die Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der jedem über die Lippen geht. Nachhaltig für alles. Fürs Leben letztlich, das endet aber dennoch mit dem Tod. Also auch das ist nicht nachhaltig in dem Sinne, ist ein Übergang. Und beim Bier ist es aber eine, sagen wir mal, eine Regel. Wir müssen das in einem Kreislauf verstehen. Bei uns draußen wird es angebaut, es wird verarbeitet und wir können es uns nicht erlauben, dass diese Produkte, die Rohstoffe, dann so verteuert werden durch Diesel und andere Auflagen, dass wir dann tatsächlich keinen heimischen Rohstoff mehr verarbeiten können. So geht das eben nicht. Der Chefredakteur vom Bayerischen Rundfunk hat gestern Abend in die Kamera gesprochen, als die LSV dort Besuch gemacht hat. Kompliment, habt ihr super gemacht. Und es ging ihm dann der Satz über die Lippen, da braut sich was zusammen. Ja, ja, vielleicht der eine oder andere gehört. Da sind wir ja schon wieder beim Bier. Also, lieber Chefredakteur, lieber Bayerischer Rundfunk, auf geht's, braut was Anständiges zusammen. Die genehmigte Demonstration in München wurde dann am 8. Januar haben wir angefangen. Die wurde tatsächlich auch als Erpressung gesehen. Einer der Redner hat dieses Wort verwendet, der Günther hat es ihm gleich wieder weggenommen und ihn kritisiert. Wenn wir demonstrieren für unsere Interessen, wenn wir für unsere Anliegen auf die Straße gehen, mit unseren Schleppern,
dann kann ich nur eins sagen, das ist unser gutes demokratisches Recht und keine Erpressung! In diesem Zusammenhang, der Metzger, der gesprochen hat, da kann ich nur unterstützen. In diesem Zusammenhang würde die fränkische Bratwurst aus der Haut fahren! Ein Thema möchte ich dennoch ansprechen, was unsere Berufskollegen, sehr viele inzwischen, auch trifft. Wir müssen an die Betriebe denken, die klein sind, die geschlossen werden sollen. Aufgrund verschiedener Gesetzgebungen in Berlin, Brüssel und Berlin. Und es wird eine Depression geht übers Land. Und ich bin wirklich sehr entsetzt, wie viele Berufskollegen hier Probleme haben und auch bis zum Suizid das weiter durchziehen. Bitte helft euren Berufskollegen in solchen Situationen. Seid Partnerschaft, seid freundlich, seid liebevoll. Die brauchen Zuspruch. Und es gibt unter anderem auch ein anonymes Montagstelefon, wo sich jeder, der betroffen ist, auch melden kann und Hilfe bekommt. Das war mir wichtig, das zwischen reinzuschieben. Eine Sache, die ich gerne noch mitteilen möchte, die Politiker in München, Frau Kanniber und insbesondere unsere Landwirtschaftsministerin und auch Herr Aiwanger, haben sich sehr für uns stark gemacht im Bundesrat. Dazu gehörte aber auch einer, den ich seit langen Jahren kenne, ein SPD-Minister, und zwar der Till Backhaus aus Mecklenburg-Vorpommern. Und den möchte ich herzlich grüßen, alle, die heute hier sind. Und er sagt, er wird weiter kämpfen für unsere Interessen. Und das ist wirklich mal ein extra Applaus wert. Dennoch, für all die Oberschlauen und die ganz besonders wichtigen Typen, die meinen, sie wüssten, wie wir draußen zu arbeiten haben. Ein kleiner Tipp. Es täte Ihnen allen mal gut, einen einzigen Tag in einer Metzgerei, in einer Bäckerei, in einem Landwirtschaftsbetrieb, in einer Brauerei ein Praktikum abzulegen. Einen Tag nur! Dann werden Sie nämlich im Familienbetrieb lernen, was es heißt, für seine Sache einzustehen, zu arbeiten von früh bis abend, meistens von früh um 6, 3, 4 Uhr, was auch immer. Die Nacht wird zum Tage und am Ende ist der Abend auch noch dabei. Und das sind die Dinge, die am grünen Tisch in Berlin eben noch nicht so ganz bekannt sind. Also eine Forderung, ein Praktikumstag, bevor einer überhaupt für die Kandidatur des Bundestages auftritt. Ich komme zum Schluss und möchte gerne den Spruch nochmal wiederholen. Die Dorfrocker haben das Bier extra jetzt nochmal herausgestellt, das fränkische Bier. Der Chefredakteur sagt, da braut sich was zusammen. Wir nehmen ihn beim Wort und ich möchte der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass Hopfen und Malz in Berlin noch nicht verloren sind. Danke Ihnen, Herr Baron von Düngen. Franken von Herzog ist natürlich auch Biersorte, die uns ganz gut schmeckt. Darum trinken wir die ja uns häufig und gerade in der Faschingszeit, das setzt uns dann immer zu. Aber ich glaube, es braucht man ab und zu mal. Ja, außerdem gibt der Bier Kraft, das hat mein Opa schon immer gesagt. Alles in Maßen, das wisst ihr, ne? Also, wir bedanken uns recht herzlich bei dir. Und jetzt kommen wir noch zu einem Redner. Den Herrn Fäth. Wo ist denn der Herr Fäth?
die Entsorgungsfirma Fed. Die erzählt uns jetzt, wie es da ausschaut. Dankeschön. Hallo. Hallo miteinander. Also Steffen, ursprünglich hieß es ja, ich soll ein paar Worte sagen, es sind nur ein paar Leute da. Aber das hier macht mich echt sprachlos. Ich hätte gern mal einen dicken Applaus erstmal als Dankeschön, dass ihr alle da seid. Wow! Also meine öffentlichen Auftritte beschränken sich eigentlich auf Fasching. Aber momentan ist mir alles andere als Lachen zumute. Ich stehe hier oben, weil es noch nicht alle kapiert haben. Es ist nicht 5 vor oder 5 nach 12, sondern hier ist bald Feierabend. Und was wird's nach Feierabend? Zackenduster, Freunde! Was ich als allererstes klarstellen will, ich stehe hier nicht oben für irgendeine politische Gesinnung. Ich stehe hier oben, um laut zu rufen: Regierung, macht euren Job! Es kann doch nicht sein, Freunde, dass so viele Demos überall sind und die Politik hält nur ihre Augen zu. Aber bevor ich nur noch schimpf, muss ich heute auch mal loben. Und zwar die Stadtverwaltung von Magdeburg-Hallenfeld, das Landratsamt und die Polizei. Sie sind immer offen für uns und machen alles möglich, was im rechtlichen Rahmen geht. Vielen Dank für euch nochmal und einen Applaus bitte. Ich denke, wenn die Demos so weitergehen, dann wird die Frau Miltenberger vom Ordnungsamt selber nach Berlin fahren und die Türen eintreten, weil sie die ganzen Anträge nicht mehr ausfüllen will. Aber gut, für die, die mich nicht kennen, erstmal zu meiner Firma und zu mir als Person. Ich bin Geschäftsführer eines ortsansässigen Unternehmens, das mit Abbruch, Erdbau und Recycling sich spezialisiert hat. Wir sind ein Entsorgungsfachbetrieb und betreiben noch einen Containerdienst. Zu meiner Familie gehört meine Frau und meine 2 Kinder. Des Weiteren bin ich im Faschingsverein und im Radsportverein tätig. Beim Bund Deutscher Radfahrer bin ich ehrenamtlich Kommissär. Was noch? In der Handwerkskammer unterrichte ich die angehenden Energieberater zum Thema Abfallrecht. Was ich noch sagen muss, mir ist egal, wie viele Meinungen von rechts oder links es gibt. Denn alle extremen Meinungen oder Neigungen sind falsch. Das Einzige, was ich extrem mag oder extrem gut finde, ist, dass ihr heute alle hier seid und auf unser Anliegen aufmerksam macht. Dankeschön für euch. Uns kann man hier nicht in Berlin hören, aber zumindest können wir die Einheimischen aus der Region darüber informieren, was hier alles falsch läuft in diesen Zeiten. Und somit rentiert es sich auch jeder Aufwand von jedem Einzelnen, der heute hier ist. Nachdem meine Vorredner schon vieles auf den Punkt gebracht haben und ich nicht alles wiederholen will, will ich nur noch mal klarstellen, dass alle Branchen massive Probleme haben und es so nicht mehr weitergehen kann. Wir sind alle voneinander abhängig, auch wenn es nicht direkt ist. Wir sind wie eine Kette und ein Kettenglied, wenn kaputt geht oder zerbricht, ist die Kette nutzlos. Oder wie es heute heißt, Prüfung nicht bestanden, erneuern. Freunde. Ich möchte mal über Dinge sprechen, mit der sich die Mehrheit nicht auskennt. In meiner Branche geht es hauptsächlich um Abfall. Wir produzieren seit 24 Jahren Sekundärbaustoffe in guter Qualität und sind auch ein zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb. Der Staat will grün sein und am liebsten alles nach Gebrauch recyceln oder wiederverwenden. Der Gedanke ist schön, aber das war's dann auch schon. Unsere Branche bekommt keine Subventionen oder Zuschüsse. Im Gegenteil, wir bekommen immer mehr Auflagen, strengere Richtwerte und Bürokratie aufgebrummt. Ein Beispiel. Wir recyceln seit 24 Jahren Bauschutt und bringen ihn als RC-Material wieder in den Umlauf. Das nennt sich Kreislaufwirtschaft.
Wir hatten feste Vorgaben und Grenzwerte, die gut einhaltbar waren. Somit konnte auch viel recycelt werden. Das RC-Material hat sich seit 2000 auch als guter Ersatz für Naturschotter bewährt. Jeder wusste, wo es einzubauen war und dass man auch viel Geld sparen konnte. Das ist wichtig bei den ständig steigenden Baupreisen. Jedem Kunden konnte man das Material mit ruhigem Gewissen verkaufen. Bis zum 1.12.2023. Dann war alles anders da. Ab jetzt gilt die Ersatzbaustoffverordnung in Deutschland. Die kennt ihr wahrscheinlich alle nicht, aber diese soll regeln, dass mehr RC-Baustoffe eingesetzt werden und zukunftsorientierte Kreislaufwirtschaft gewährleistet ist. Klingt toll, aber Schuss in den Ofen. Das Gegenteil ist erreicht. Sie haben alle Grundlagen des vorher herrschenden Leitfadens geändert. Somit, was vorher uneingeschränkt einbaufähig war, durfte jetzt nur noch als genehmigungspflichtiges Material eingestuft werden. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Warum? Naja, der Bauschutt ist ja immer noch vorhanden. Nur einbauen kannst du ihn halt nicht mehr wie vorher. Der Sulfatgehalt macht den gemischten Bauschutt zum K.O. Somit gehen nur noch bedingte Sorten zu recyceln. Was machen wir jetzt damit? Klar, wir fahren den ganzen Mist jetzt auf die Deponie und schütten diese zu. Somit sinkt ja unsere Recyclingquote, obwohl der Staat diese Quote eigentlich erhöhen will. Ich bin ja ein Freund von Klima- und Naturschutz. Aber dann bitte mit Sinn und Verstand, Freunde. Entsorgungsweg für die alten Windräderflügel nennen. Nein, es gibt ja auch keinen. Die kommen in ein Loch und werden zugeschüttet. Und dann ist das nachhaltig? Lächerlich, Freunde. Oder noch besser, wir sollen unsere Häuser dämmen und somit CO2 sparen. Klingt ja wirklich toll, Freunde. Aber in der Produktion der Dämmstoffe wird schon mehr CO2 verbraten, als wir in der Nutzungsdauer je einsparen können. Und wenn wir diese Häuser dann wieder abreißen müssen, dann kommt die Entsorgung. Die ganze Zeit hat die Tonne von dem Dämmstoff 200 Euro gekostet. Und jetzt kostet 1.200 Euro. Klar, es kann ja nicht recycelt werden. Es muss zuerst gepresst werden, damit es im Verfüllraum spart und anschließend in der Deponie vergraben werden kann. Freunde, das ist doch nicht nachhaltig. Meine Eltern haben damals ihr Haus gebaut mit 8% Zinsen und haben es geschafft, ohne Probleme abzubezahlen. Das war ein Haus aus Beton, Ziegel und ein bisschen Zementputz. Und ich sage euch, das steht heute noch. Heute haben wir 3,5% Zinsen, so viele Auflagen, Vorschriften, hunderte Baumaterialien, Abdichtung, Dämmung und Belüftung, dass die Bude nicht schimmelt. Schade nur, dass es sich keiner mehr leisten kann. Woran liegt's? Früher kostete ein Haus 300.000 Mark. Heute bezahlst du knapp 1 Million Euro. Wo führt das hin? Ich sag's euch. Früher war vieles besser. Aber gut, wenn die Deponien voll sind, dann fahren unsere Spediteure den Müll einfach ins Ausland und schon steht Deutschland wieder top da. Wunderbar, Leute. Mir platzt der Strumpf. Das alles wird von sogenannten Experten, Professoren entschieden, die der Politik sagen, was das Beste und Umweltverträglichste sei. In meinen Augen nur Bullshit. Aber wir Vollidioten sollen das alles schlucken. Wo ist hier die Planungssicherheit für unsere Bauunternehmen oder Häuslebauer? Heute Spitzenprodukt und morgen Problemabfall. Das kann's nicht sein, Freunde. Wo kommen wir dahin? Wir schaffen uns durch Schwachsinn und Verbote selbst ab. Und was passiert am Ende? Der Müll landet wieder im Wald, weil keiner es mehr sich leisten kann, ihn ordentlich zu entsorgen. Ich sag nur, der arme Waldbesitzer, der darf die Party dann bezahlen. Auch so ein Ding. Er darf den Wald nicht einzäunen, aber die Haftung soll er tragen. Lächerlich. Das ist kein grüner Gedanke, das ist Dummheit vom Allerfeinsten.
Aber jetzt mal zum Thema LKW, weil wir machen ja auch Spedition. Wir brauchen jede Menge LKW-Fahrer und haben aber keine. Warum? Ja, wer kann denn fast 10.000 Euro für einen LKW-Führerschein mit Kraftfahrerausbildung hinlegen? Geschweige denn jedes Jahr einen Auffrischungskurs und nach 5 Jahren den Führerschein verlängern. Apropos Auffrischungskurs, also seid mir nicht böse. Aber wenn ein LKW-Fahrer, der jeden Tag seinen Job macht, nicht weiß, wie er die Fahrerkarte zu benutzen hat oder wie er die Ladungssicherung richtig zu tätigen hat, der braucht keinen Auffrischungskurs, der braucht einen anderen Job. Der Maurer bekommt doch auch nicht jedes Jahr erklärt, wie er seine Kelle zu benutzen hat. Der Staat versucht, jeden Vorschriften zu machen und zu belehren, wobei er überhaupt keine Ahnung hat, was gut und bewährt ist. Somit sage ich, Richtlinien ja, aber mit Absprache und Weitsicht. Denn nur so funktioniert unsere Zukunft und nicht mit der Brechstange ohne Sinn und Verstand. Jetzt mal zu dem Thema Migration oder Facharbeiter. Da habe ich auch noch eine Geschichte. Vor ein paar Jahren, als der Syrienkrieg losging, stellte ich auch einen Syrienflüchtling, also einen syrischen Flüchtling ein. Spitzenbaggerfahrer, sage ich euch, der war tipptopp. Klar, gab es kleine Sprachbarrieren oder er konnte den Bauplan nicht richtig lesen. Aber der hat seine Arbeit gemacht, Freunde. Er hat Geld verdient, er hat Steuern bezahlt, wie jeder deutsche Arbeiter auch. Kannst du mal leise sein? Ja? Ich würde sagen, dieser Mann war tipptopp integriert. Bis dem Amt einfiel, er müsse eine Ausbildung machen, damit er bleiben kann. Freunde, der hat einen Job. Warum braucht er noch eine Lehre? Der hat besser gebaggert wie manch anderer. Nein, es muss Geld kosten, anstatt wir von seinem Können profitieren. Wir brauchen Leute, die zupacken und keine, die erst 5 Jahre im Staat auf der Tasche liegen, Freunde. Bei ihm habe ich gesehen, dass es funktionieren kann. Aber der Staat will das anscheinend gar nicht. Armes Deutschland, sage ich da nur. Hiermit habe ich euch mal einen kleinen Einblick in meine Welt gezeigt. Mit was für einem Schwachsinn wir zu kämpfen haben. Was soll ich tun? Aufhören? Nein, so leicht lasse ich mich nicht aus dem Sattel werfen. Deswegen stehe ich heute hier bei euch und rede von meinen Sorgen. Wir ziehen alle an einem Strang. Wir müssen es nur alle kapieren, dass sich was ändern muss. Und somit hoffe ich, dass wir alle weiter zusammenhalten und unsere Ziele voranbleiben. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid, Freunde. Ja, auch wir dürfen euch recht, recht herzlich bedanken. Ich bin der Thomas Wolf, ich komme aus Eusenheim, bin also von LSV Landwirtschaft verbindet im Orga-Team. Neben mir steht der Frankie Böhn, gehört genauso zu uns. Und bevor wir jetzt loslegen, möchte ich mich trotzdem nochmal recht herzlich bedanken beim Steffen und auch beim Reinhard, denn diese beiden, die haben also heute diese Demo angemeldet, also sprich, sie stehen in der Verantwortung stehen wir alle, aber wenn irgendetwas passieren sollte, dann werden die zwei eingesperrt und wir besuchen euch dann alle. Dafür schon einmal vielen herzlichen Dank an euch beiden. Ja, servus, erstmal von meiner Seite aus. Also ich bin der Frankie. Ich hoffe, ihr hört mich da hinten ganz laut. Jawohl, super, sehr gut. Wenn ich immer auf so Demos komme, läuft es mir immer eiskalt am Buckel runter. Den Zusammenhalt und die Bulldogs und die Krähen und die Autos, richtig geil. Wie mir. Kleine ruhig einmal Klatsch. Wie mir Bauern, 2019. Also 2019, auf die Straße gegangen sind wegen der Düngeverordnung. Hätten wir nie gedacht, dass sich das so lang hinzieht und dass wir so viel Zuspruch kriegen. Wir haben in Würzburg angefangen mit 100 Schlepper, da sind wir dann reingefahren. Wir haben Angst gehabt, wir mussten aufziehen und mussten gleich wieder abziehen, weil die Stadt dicht war.
Und das müsst ihr euch einmal vorstellen. Du bist der einzelne Bauer, du bist daheim auf deinem Hof und dann kommt ein Aufruf und du fährst da runter und du denkst, kommt was zusammen? So da und dann kommen Bulldogs aus aller Himmelsrichtungen. Leute, da läuft dir eiskalt am Buckeln runter. Und das Gleiche haben wir dann in Berlin erlebt. Wir sind dann alle auf nach Berlin gefahren. Mit dem Bulldog zum ersten Mal über die Autobahn. Das hat es in ganz Deutschland noch nie gegeben, seit es Deutschland besteht. Und wir haben das durchgesetzt, weil wir die Frankenrebellen sind von ganz Bayern. Wir führen das an und wir ziehen das durch bis zum bitteren Ende. Und was uns noch freut, dass sich mittlerweile uns anschließen, denn auch bei denen, da drückt's, da ist richtig Druck auf den Kessel. Wir können nicht mehr so weitermachen. Vor gut zwei Jahren, da waren wir alle noch systemrelevant in der Corona-Krise. Da hatten wir sowas. Kaum ist die Krise rum, sind wir vergessen. Hat man uns scheinbar vergessen. Und das macht den Unterschied. Und deshalb sind wir heute hier. Lassen wir nur mal im Herbst, im November, das sind Neuwahlen in den Staaten. Was ist, wenn wieder mal ein Donald Trump an die Regierung kommt und er seine First America First Politik so richtig umsetzt? Dann brauchen die uns wieder. Was ist, wenn der Krieg in der Ukraine vielleicht anders ausgeht, als es sich unsere Politiker in Berlin oder sonst wo wünschen? Dann brauchen die uns wieder. Und was ist, wenn heute wieder eine Pandemie ausbricht, auch dann brauchen die uns wieder. Dann sind wir aber vielleicht nicht mehr da, weil die uns kaputt reglementiert haben und weil es für den einen oder anderen Betrieb schlicht und einfach nicht mehr reicht. Und deshalb und nur deshalb sind wir hier auf der Straße, um auf unsere Probleme und Nöte aufmerksam zu machen. Und wie gesagt, bedanken wir uns mittlerweile bei den ganzen Mittelständlern und alle, die mit uns auf der Straße gehen. Und da möchte ich auch den BBM, den Bürger, Bauern, Mittelstand, mal ganz großes Kompliment machen. Denn ihr habt es geschafft, diese Firmen in eure Reihen schon mit zu integrieren. Die sind mit da, die sind hier heute, sie sind heute da. Und man sieht, wo wir stehen. Sie unterstützen uns. Vielen, vielen herzlichen Dank. Thomas, die können genauso wenig weitermachen wie mir auch. Weil die oben in Berlin, die regieren, die hocken in ihren Glaspalast, die haben keine Ahnung vom Bürger, die haben keine Ahnung, die haben noch nie was geschafft und die ihr Wort zu führen haben, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wen trifft's denn? Es trifft doch den Bürger auf dem Land, der mit seinem Auto täglich nach die Stadt fährt oder auf die Arbeit. Die wollen Benzin, Diesel, alles wollen sie erhöhen. Heizen. Heizen dürfen wir nicht einmal mit Holz. Ey, wir sind da im Spessart, im größten Anbaugebiet Holz. Und wir dürfen keine Holzheizungen mehr haben. Wo kommen wir denn da hin? Ja. Eigentlich müssen die uns Geld geben. Weil wir sind doch die, wo CO2 sparen und einlagern können in unsere Wälder und unsere Felder. Ist doch traurig, was da oben abgeht in Berlin. Ich möchte euch trotzdem noch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte aus dem wahren Leben. Ich habe meinen Wehrdienst vor vielen, vielen Jahren abgeleistet. Und ich habe das auch schon mal in Hammelburg erzählt. Und ich hatte einen Kommandeur, den werde ich nie vergessen. Immer wenn wir ins Gelände mussten, wenn wir Wehrübungen machten, immer wenn wir Leistungsmärsche absolvieren mussten, immer wenn wir an unsere körperlichen Grenzen gehen mussten, stand er vor uns und sagte, ich verlange nichts, wo ich noch selbst bereit bin zu leisten. Merkt euch diesen Satz. Ich verlange nichts, wo ich selbst bereit bin zu leisten. Er war immer bei uns, wenn wir aus der Kaserne rausgingen und wenn wir wieder zurückkamen. Er war immer bei uns. Wenn ich dann
einen Weihnachtspost von unserer Katharina Schulze, Grüne Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag sehe. Einen Weihnachtspost, wie sie zu Weihnachten in Kalifornien ihren Urlaub verbringt und mit einem Plastik-Eisbecher und mit Plastiklöffel schön in die Kamera winkt, wie glücklich sie ist. Dann verschlägt es mir die Sprache und denkt, erinnert euch an den Satz, ich verlange nichts, wo ich nicht auch selbst bereit bin zu leisten. Das sind unsere, nicht alle, aber bestimmte Politiker. Die haben einfach den Halt verloren. So habe ich das Gefühl. Die haben nicht nur den Halt verloren, die haben gar nichts gelernt. Alles abgebrochen, Student abgebrochen. Was wollen denn die wissen? Die wissen doch nichts. Aber jetzt wird's anders, das verspreche ich euch. Wir begrüßen jetzt einen Günter Felsner. Das ist ein Bauer. Der hat's gelernt und der hat eine Ahnung. Ich bitte Günter Felsner auf die Bühne vom Bayerischen Bauernverband. Ja, liebe Bäuerinnen und Bauern, liebe Teilnehmer heute an dieser tollen Kundgebung, liebe LSVler, liebe BBMler, liebe Bauernverbandler, liebe Bevölkerung, die Jungs vom LSV, die haben schon wegen Einkeits, seid ihr warm jetzt? Ich mach's jetzt ein wenig ruhiger, ich versuche euch ein bisschen auf einen konstruktiven Pfad mitzunehmen, weil das eine bis zum bitteren Ende. Es gibt kein bitteres Ende. Wir kämpfen für ein gutes Deutschland und für eine tolle Zukunft und damit haben wir auch Erfolg. Aber, liebe Freunde, es ist tatsächlich so, wir leben in einem Land und wenn wir heute hier stehen und für eine bessere Zukunft unserer Kinder und unseres Landes auf die Straße gehen als Mittelstand, als Bauern, als Bäuerinnen, als Bürger, als diejenigen, die jeden Tag aufstehen, um das Land besser zu machen und am Laufen zu halten, dann ist das ein großes, ein starkes Signal. Aber wenn auch heute Demos von Hunderttausenden stattfinden, die sich für mehr Toleranz, für mehr Mitmenschlichkeit und gegen rechte Extremisten aussprechen, dann ist das eine andere Bewegung, was wir auch unterstützen. Und ich sage hier eines auch ganz klar. Wir haben als Bauernverband, und ich bin jetzt anderthalb Jahre Präsident, uns ein Ziel gegeben, dass wir nicht bloß Interessenvertretung für die Bäuerinnen und Bauern machen, das werden wir immer tun, sondern auch Denkfabrik für die ganze Gesellschaft werden. Und deswegen stehen wir auf jetzt und deswegen sind wir froh, dass ihr alle dabei seid. Und auch ein paar Botschaften von Anfang an, damit wir klar sagen, wo wir stehen. Wir sind die Mitte der Gesellschaft. Wir sind nicht der rechte und nicht der linke Rand. Wir sind keine Extremisten und wir sind Menschenfreunde und wir sind tolerant und wir sind auch bunt. Und das lassen wir uns auch nicht nehmen und das lassen wir uns auch nicht von Teilen der Regierung unterstellen, die damit versuchen, von den eigentlichen Problemen abzulenken. Wir sind bunt. Und deswegen haben wir es geschafft. Wir haben Hunderttausende auf der Straße gehabt und zigtausende Traktoren sauber, ordentlich angemeldet mit der Polizei, mit den Behörden. Das hat uns sympathisch gemacht und das bleiben wir auch. Und meine lieben Freunde, wir haben ganz klar den rechten und linken Idioten, den Umsturzschwurblern, den Umsturz, was weiß ich was, Extremisten, klar gesagt, ihr braucht gar nicht kommen zu uns, wir schmeißen euch raus. Und das hat uns sympathisch gemacht. Und darauf lege ich Wert, wir brauchen keine Extremisten, wir brauchen eine klare, harte, handwerklich gute Arbeit, Fleiß und Anstand. Und das fordern wir von der Regierung ein. Und wo stehen wir? Es ist angesprochen worden. Und als diese Vorschläge am 13.12. nach der Nachtsitzung der drei Nicht-Führungsleute Habeck, Scholz und Lindner ausgesprochen. Ich bin der King
Wir machen noch ein Video. Pass auf, wir wollen schauen, wie laut Mark Heidenfeld ist. Wie laut kann Mark Heidenfeld sein? Ja! Und wir machen die Bühne wieder frei. Wir sind heute noch Beiwerk, aber das machen wir gerne. Also, vieles gutes Gelingen noch, ne? Servus! Und vor allen Dingen, genau, vielleicht machen wir es so, ich weiß es nicht, aber das wäre jetzt ein Gedanke, wenn wir das Ganze bei uns irgendwie Instagram-mäßig reinsetzen, machen wir vielleicht später. Klickt mal rein, schreibt rein, wie geil es von dem Mark Heidenfeld war. Vielleicht machen wir den King rein, vielleicht machen wir das Lied einfach nochmal neu. Wir machen das mit einem Bauernchor, oder? Machen wir das so? Wollen wir das nochmal machen? Pass auf, ich würde vorschlagen, das wäre jetzt auch eine spontane Idee. Wenn ihr Bock habt, nehmen wir das Lied nochmal neu auf und bringen es nochmal richtig raus. Dorfrocker featuring der Deutschlands großer Bauernchor. Wollen wir das machen? Genau so machen wir es. Wenn ihr Bock habt. Und ihr seid alle dabei. Schauen wir mal. Also. So, wir sagen vielen, vielen herzlichen Dank.